Hallo und willkommen zurück in der Zwergenfestung. Und zwar zum nächsten Tutorial der Reihe Dwarf Fortress in der Steam-Version. Nachdem wir letztes Mal uns schon damit auseinandergesetzt haben, wie wir eine Karte generieren, wollen wir uns dieses Mal den Legends-Mode genauer angucken. Dabei geht es halt darum, uns die Historie, die wir generiert haben, bei dieser Kartenerstellung uns genauer anzugucken. Und dazu gehen wir auf Start New Game in Existing World, laden dann unsere Welt, also die hieß in diesem Fall Ashiksa The Wondrous Dimensions. So, und während ich diese Welt einmal lade, kommt ganz kurz das Intro. Willkommen zurück. Die Karte wurde jetzt mittlerweile geladen und im Normalfall würde ich jetzt ein Spiel starten mit dem Fortress-Mode hier oben, aber wir wollen uns ja heute den Legends-Mode genauer angucken. So, wenn wir den jetzt hier einmal laden, dann wird die gesamte Historie, die wir generiert haben, geladen und die können wir jetzt etwas genauer untersuchen. Bei der Historie wird nicht, ich sag mal, alles festgehalten. Und zwar geht es halt eher darum, dass besondere Ereignisse festgehalten werden, von besonderen Persönlichkeiten, sehr ereignisreiche Sachen. Denn allein, wenn man sich halt vorstellt, 100 Jahre an Historie und jeder Furz und Feuerstein würde halt da drin stehen, das würde halt letztendlich auch hier den Speicher letztendlich sprengen und du würdest auch keine Übersicht mehr darüber haben. Deswegen wird sich hier halt hier auf die wichtigsten Ereignisse im Grunde konzentriert. Und das geht dann halt so weit, dass man hier verschiedene Kategorien hat, in die man halt abtauchen kann. Das fängt dann an mit historischen Figuren, das heißt historische Persönlichkeiten. Das ist ein kleiner Prozentsatz der wichtigsten Bevölkerung auf dieser Welt. Das ist halt eben jetzt nicht jede einzelne Kreatur, jeder einzelne Zwerg, Elf oder Gnome oder sowas da drin, sondern schon etwas wichtigere Persönlichkeiten. Das können auch hier die Zeit sein, das sind verschiedene, zum Beispiel Städte, Festungen, dunkle Gruben, Hügel und so weiter. Das sind nämlich genau diese kleinen Symbole auf der Karte, die wir letztes Mal auch schon gesehen haben bei der Kartengenerierung. Und wenn man hier etwas tiefer abtauchen will, dann würde man im Grunde diesen Teil halt hier anwählen. Dann geht es weiter halt mit Artefakten, also besonders wertvollen und ich sag mal Gegenstände mit einer besonders hervorragenden Qualität und dementsprechend auch eben hohen Wert, die innerhalb dieser ganzen Historie halt eben von, das muss noch nicht mal von Zwergen sein, auch von anderen Zivilisationen geschaffen worden sind. Dann können es auch Kodexes oder Schriftrollen sein oder verschiedene Regionen, also diese Unterteilungen auf einem Kontinent sind dann diese Regionen, die ich letztes Mal schon gezeigt habe. Und wenn man das halt regionsweise sich ansehen möchte, dann würde man hier einsteigen. Es gibt auch Underground Regions, die sind für gewöhnlich etwas weniger interessant, die zeige ich einmal ganz kurz, denn hier steht halt einfach nicht viel, das ist alles so annehmend. Ich glaube, das ist das Uninteressanteste wahrscheinlich innerhalb dieser ganzen Struktur. Dann gibt es halt die verschiedenen Zivilisationen, da habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es halt eine Zivilisation nicht zum Beispiel einfach nur die Zwerge sind oder die Elfen, sondern auch die Elfen oder die Zwerge an sich haben halt verschiedene Zivilisationen innerhalb dieser Karte. Und wenn man sich diese Zivilisationen angucken möchte, dann geht man halt hier rein. Man sieht halt hier auch schon, es sind fast 800 Zivilisationen, die auf dieser Karte existieren. Strukturen können wir uns halt hier auch ansehen und diese Strukturen, das sind jetzt nicht irgendwelche Gemäuer oder so, wie man sich jetzt vielleicht erstmal vorstellt, sondern das können zum Beispiel bekannte Märkte sein, Tavernen oder Gildenzentren. Also im Grunde bekannte Plätze innerhalb einer Karte, zum Beispiel Treffpunkte für Zwerge oder für diverse Themen, sag ich jetzt mal. Ja, und dann gibt es noch hier die Chronicles by Age. Das sind halt die verschiedenen Zeitalter, die man im Grunde innerhalb der Historiengenerierung angetreten haben könnte. Hier steht es nur eine 1 dran, deswegen beginne ich auch mal ganz kurz nur damit. Hier sehen wir nämlich The Age of Myth. Das heißt, das ist im Grunde das allererste Zeitalter, was dann immer am Anfang immer existiert. Und das ist aber abhängig davon, also wann ein neues Zeitalter beginnt, ist abhängig davon, ob
diverse Bossgegner schon gefallen sind oder abhängig von der prozentualen mit dem prozentualen Anteil diverser Rassen, wenn zum Beispiel hinter nur noch oder nahezu nur noch Menschen übrig sind, ist das halt ein bestimmtes Zeitalter oder es gibt halt nur noch ein Drittel der Megabeasts auf der Karte. Das sind so verschiedene Auslöser, die halt im Grunde ein neues Zeitalter hier beginnen lassen können. Aber wenn wir halt so ein Zeitalter hier anklicken würden, dann sehen wir hier auch schon, das sind hier über 63.000 Events. Ich kann es einmal ganz kurz zeigen. Wir gehen jetzt hier nicht näher drauf ein. Aber das ist im Grunde alles, was jetzt hier innerhalb des Zeitalters passiert ist. Und das ist halt einfach irre viel. Aber das ist auch gleichzeitig der schlechteste Punkt, im Grunde hier einzusteigen, um diese Geschichte einfach auseinanderzunehmen. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen zurückgehen, wir haben auch gerade schon gesehen, das wird alles in Tabs so schön unterteilt. Wir können jetzt hier mal einsteigen in die Historical Figures, also unsere Persönlichkeiten, die halt etwas bekannter gewesen sind. Und dann sehen wir halt hier schon, da sind halt schon einige historische Persönlichkeiten gewesen, die wir jetzt hier nochmal uns weiter ansehen können. Hier vorne sieht man halt nochmal drin, wann die zum Beispiel gestorben sind. Ich nehme jetzt einfach mal hier den allerersten, Artob heißt er, Artob, kaum aussprechbar, Artob Gulchebur Solmup, ist zumindest eine männliche Hydra. So, und wenn wir die jetzt hier anklicken, dann sehen wir im Grunde, was ist denn mit der überhaupt so passiert. Ne? Also fängt halt hier auch schon direkt an im Jahr 1. Da sehen wir halt, in welcher Region oder welcher Stadt diese Hydra sich halt niedergelassen hat. Und hier kommt halt noch eine ganze Menge in dieser Richtung. Mittlerweile, also bis zum Jahr 78, ich habe ja gerade gesagt, 78 ist sie gestorben. Das stand halt rechts an der Seite gerade. Und in der Zeit sehen wir halt, wie das ganze Leben im Grunde verlaufen ist. Also im Grunde die wichtigsten Momente dieser Figur. Und hier sehen wir beispielsweise, nehmen wir mal hier, wir haben hier den Goblin Smunstu Wilfast in Musclewater. Und der wurde halt scheinbar getötet durch diese Hydra Artob im Jahre 40. Ja, und jetzt können wir hier an dieser Stelle auch nochmal weiter abtauchen und wir können uns jetzt diesen Goblin zum Beispiel angucken. Wir sehen jetzt hier diese Tabs, die reihen sich immer weiter auf. Das heißt, wir steigen immer eine Ebene tiefer im Grunde wieder ein. Und hier können wir halt sehen, wie das Leben zum Beispiel von diesem Goblin halt eben verlaufen ist. Und der halt jetzt zum Beispiel im Jahre 36 geboren worden ist und wir sehen auch hier, das ist ein weiblicher Goblin und ist die Tochter von sowieso und sowieso gewesen. Und das können wir uns hier halt wirklich in der Tiefe ansehen. Ich gehe nochmal eine Ebene wieder zurück und wir sehen halt hier, dass es in Musclewater passiert, also der Stadt wahrscheinlich Musclewater. Und wir klicken die jetzt hier zum Beispiel auch mal an und jetzt sehen wir hier einen Forest Retreat, einen Rückzug im Wald im Grunde ist es gewesen. Und dann können wir uns angucken, was ist denn innerhalb dieser Stadt oder wie auch immer alles passiert innerhalb denn dieser 100 Jahre, wenn sie denn überhaupt so lange bestanden hat. Gehe ich jetzt nochmal eine weitere Ebene wieder zurück. Schauen wir einfach mal ein bisschen weiter unten. Dann sehen wir auch hier von unserer Hydra, die wir uns jetzt angesehen haben, wer denn über die Zeit zum Beispiel die Todfeinde geworden sind. Da haben wir jetzt eben verschiedene andere Persönlichkeiten. Und welche besonderen Persönlichkeiten wurde denn getötet von der Hydra? Ja, und da können wir uns jetzt hier auch nochmal einen raussuchen. Und ja, da sehen wir jetzt hier, dass hier auch dieser männliche Goblin im Jahre 17 zum Beispiel getötet worden ist. In welcher Stadt? Und das ist schon ziemlich, ziemlich detailliert, wenn ich das mal so sagen kann. Hier kann man sich einfach auf jeden Fall stundenlang mit auseinandersetzen, sich diese Historie halt anzusehen. Ne? Ebenso hier mit den, ja, es gibt noch andere Kills im Grunde, während das halt hier diese Notable Kills halt eben Persönlichkeiten sind, die halt in irgendeiner Weise größeren Bekanntheitsgrad hatten. Sehen wir dann hier unten halt andere Kreaturen, also irgendwelche Enten, die gekillt worden sind, aber auch eben zum Beispiel Zwerge. Ne? Hier sind 5 Zwerge zum Beispiel gekillt worden.
in einer bestimmten Stadt. Und sind in diesem Fall jetzt weibliche Zwerge zum Beispiel gewesen. Aber die sind halt jetzt keine besonderen Persönlichkeiten gewesen, so dass sie halt hier namentlich erwähnt worden sind. Und man sieht halt einfach nur, welche Kills gab es denn letztendlich. Ja, und so kann man im Grunde auch weiter hier durchgehen, wenn wir halt statt der Historical Figures zum Beispiel mal die Artefakte nehmen, was auch immer wieder ganz interessant ist. Dann sehen wir auch hier eine ganze Reihe von Artefakten, die halt hier aufgetaucht sind über diese ganze Historie und die also innerhalb dieser Jahre geschaffen worden sind. Und hier vorne sehen wir halt letztendlich auch, was es denn für Arten von Artefakten gewesen sind. Das können halt manchmal irgendwelche Schriftrollen sein, das können Ringe sein. Hier haben wir zum Beispiel einen Bismut-Bronzering oder ja, es können aber auch eben Waffen sein. Hier ist so ein Silver Mace zum Beispiel. Den können wir auch mal anklicken. Und ja, ein Legendary Silver Mace steht schon hier. Und im Jahre 31 wurde der zum Beispiel erstellt. By the Dwarf Necromancer Artier Rohrhelms. Ja, und das muss wohl auch ein besonderer Zwerg wieder gewesen sein. Den könnten wir jetzt hier auch zum Beispiel wieder anklicken und auch wieder tiefer abtauchen. Ne? Also das Prinzip ist jetzt klar. Hier können wir uns jetzt auf jeden Fall ansehen, was ist mit diesem Silver Mace, also diesem Artefakt in diesem Fall jetzt passiert. Ist es zum Beispiel mal geklaut worden? Ist es irgendwo verkauft worden? Wo liegt es eventuell? Wurde damit jemand getötet? Und ja, genau diese Sachen können wir uns hier halt angucken. Und wenn man darauf aus ist, könnte man hinter im Grunde im Spiel, also in einem Fortress-Spiel, dann darauf hinausarbeiten, im Grunde in Besitz eines solchen Gegenstandes zu kommen. Ja, dann schauen wir mal, hier gibt es noch weitere Regionen. Ich sagte jetzt eben schon, es gibt die verschiedenen Regionen auf den Kontinenten. Wenn du jetzt vorhast, dich auf irgendeine bestimmte Region zum Beispiel zu konzentrieren, dann könntest du dir hier zum Beispiel auch mal angucken, was ist denn innerhalb dieser Region denn überhaupt alles passiert? Und möchte ich da überhaupt hin? Ist das interessant für mich? Hast du etwas Bestimmtes damit vor? Und das könntest du hier im Grunde quasi vorplanen. Und ja, genau. Wir haben, wie gesagt, auch die Zivilisation da drin. Underground Region, sagte ich ja gerade schon, das ist relativ uninteressant. Ne? Also wenn ich hier durchscrolle, hier steht halt überhaupt nichts. Hier unten haben wir eine Underworld Area, aber ansonsten steht da eigentlich immer das Gleiche drin. Man hat irgendein Forgotten Beast. Und ja, began wandering the depth of the world. Das steht eigentlich in jedem dieser Einträge letztendlich drin. Und deswegen sind die eigentlich relativ uninteressant, also aus meiner Sicht zumindest. Ja, und die verschiedenen Strukturen kann ich jetzt zum Beispiel auch nochmal zeigen. Hier sehen wir, wir haben hier verschiedene Märkte. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Taverne. Und du siehst schon, das sind natürlich ein paar mehr Strukturen, die wir uns hier ansehen können. Oder ein Tempel. Können wir uns den Tempel zum Beispiel mal ansehen. Und auch da sehen wir halt hier wieder die Historie. Was ist denn da in diesem Tempel zum Beispiel alles passiert? The Coven of Strength constructed the Chapel of Standing. Ja. Ja, hier sieht man zum Beispiel in the early spring of 83, also im Jahre 83, haben wir zum Beispiel einen Menschen gehabt, der hier drin gebetet hat. Also der ist zum Beispiel auch mal da gewesen. Und es sind verschiedene weitere halt hier gewesen, die dort gewesen sind. Sowas würde man zum Beispiel als Information bei einem Tempel halt wiederfinden. Ich klicke jetzt einfach mal noch eine Taverne an. Da sehen wir zum Beispiel auch, dass sie halt im Jahre 70 zum Beispiel erschaffen worden ist. Sie ist nicht so eine lange Historie. Das ist halt eben nicht bei jedem Eintrag der Fall. Ja, aber genau so könntest du jetzt im Grunde durch diese ganze Historie einfach mal durchgucken, schauen, was hat denn deine ganze Karte und diese Generierung denn alles hervorgebracht? Möchtest du dich zum Beispiel auf irgendeine bestimmte Region dort konzentrieren oder vielleicht ist es dir auch einfach egal und du gehst einfach irgendwo hin und beginnst dein Spiel? Aber das wäre jetzt für mich jetzt auch dann der nächste Schritt, wenn wir auf Dann gehen. Das wäre jetzt der Fortress-Mode, den wir jetzt beginnen und das würde aber im nächsten Tutorial dann wieder passieren. Und da schauen wir uns dann an, wie wir denn eine gute Stelle finden, wo wir denn unsere Siedlung beginnen aufzubauen. Also bis zum nächsten Tutorial.